Die nachfolgende Sendung wurde durch Spenden ermöglicht. Wart ihr auch schon in eurem Leben schon in so einem Stall? Ich meine jetzt nicht in Bethlehem, nicht in einem Stall, wo Kühe sind, sondern in so einer Situation, wo es stinkt. In so einer Situation, wo du sagst, das kann nicht richtig sein. Gott sandte Jesus auch in deine Situation. Genau dort, wo es bei dir stinkt. Genau dorthin kommt Jesus und möchte dich rausholen. Aus deiner Situation. Matthäus 2. Wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben einen Stern aufgehen sehen und sind aus Osten hierher gekommen, um ihm die Ehre zu erweisen. Derselbe Stern, den sie schon beobachtet hatten, als er am Himmel aufging, führte sie auch jetzt. Er blieb über dem Haus, dem Stall, stehen, in dem das Kind war. Ja, nicht ein Palast. Der Stern, der König in der Krippe, der König in einem stinkenden Stall. Ist das richtig? Ist das wirklich die frohe Botschaft? Ist das wirklich das Ziel? War das das Ziel? Ist das wirklich die gute Botschaft? Matthäus 2, Abvers 2. Wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben den Stern aufgehen sehen und sind aus Osten hierher gekommen, um ihm die Ehre zu erweisen. Derselbe Stern, den sie schon beobachtet hatten, als er am Himmel aufging, führte sie auch jetzt. Er blieb über dem Haus, dem Stall, stehen, in dem das Kind war. Ich weiß nicht, was für eine Überraschung das war für die Weisen. In einem Stall. Sie waren ja auch bei Herodes und haben dort vorbeigeschaut, weil das ist ja eigentlich das Übliche, dass man Königin einen Palast findet, aber jetzt auf einmal im Stall. Wie viele von uns wären da außen stehen geblieben und hätten gesagt, nee, falsch, falscher Stern, falsche Botschaft, das kann es niemals sein. Aber folge dem Stern, folge dem Stern und er führt dich in den Stall. Das ist die gute Botschaft. Du suchst Reichtum, Erfolg und Anerkennung, und du wirst in den Stall geführt. Wart ihr auch schon in eurem Leben schon in so einem Stall? Ich meine jetzt nicht in Bethlehem, nicht in einem Stall, wo Kühe sind, sondern in so einer Situation, wo es stinkt. In so einer Situation, wo du sagst, das kann nicht richtig sein. Anstelle ein König auf dem Thron finden sie ein Kind in der Krippe. Ein König. Das Kind, die Lösung für die Welt war geboren, aber es ist nicht ein Kind geblieben, sondern es ist unser König aller Könige geworden. Und manche beten noch ein Kind an. Das ist nicht richtig, sondern unser König, wo es heißt allmächtig, und das ist wunderbar, er kam in einem Stall für uns auf diese Erde. In unserem Gestank, in unserem Umfeld kam er, um uns aus den Schwierigkeiten rauszuholen, aus unseren Nöten, auch in deine Situation. Genau dort, wo es bei dir stinkt,
Genau dort, wo Ochsen und badisch gesagt Rindviecher sind, genau dorthin kommt Jesus und möchte dich rausholen. Aus deiner Situation. Er ist nicht irgendwo da oben auf dem Thron und sagt, nee, also die gar nicht und du schon gar nicht. Und der Situation, wo du steckst, helfe ich dir nicht. Er kommt genau in deine Situation. Er kommt genau in deine Probleme hinein. Er kommt hinein, um dir in deinem Stall, in deiner Situation zu begegnen. Er kommt genau dort hinein, um dich aus deiner Situation herauszuholen. Wir können heute nicht mehr irgendwo in den Stall gehen und Jesus bewundern. Nein, wir wissen es, er lebt in unseren Herzen. Um dich zum Kind des Königs zu machen, ist er in den Stall und da wurde er geboren, um dich als sein Kind, das Kind des Königs zu machen. Du bist nicht ein Kind eines Babys, sondern ein Kind des Königs. Freust du dich da? Die Weisen haben drei Dinge getan, als sie zum Stall kamen. Als erstes, sie hielten Ausschau nach Gott. Als zweitens, sie gaben alles, was sie hatten. Als drittes, sie gingen einen anderen Weg weiter. Das ist eine Botschaft, das ist die Weihnachtsbotschaft. Sie hielten Ausschau. Sie hielten Ausschau nach Gott. Wenn du in den Gottesdienst kommst, wenn du in deinem Leben bist, hältst du Ausschau nach Gott oder Ausschau nach den vielen, vielen schrägen Dingen, die in unserer Welt passieren? Hältst du Ausschau nach Gott? Das Zweite, sie gaben alles, was sie hatten. Weihrauch, Gold, Myrrhe, sie gaben alles, was sie hatten. Im Gestank, im Stall, wo du verwundert bist. Das kann nicht sein, der König im Stall. Nein, sie waren sich sicher, das ist er. So viele suchen immer nach dem richtigen Gott. Das ist er, der im Stall geboren ist. Jesus Christus. Und das Dritte, sie waren im Stall und haben erkannt, dass das der König, der neugeborene König ist und haben einen anderen Weg eingeschlagen. Weihnachten heißt nicht, dass ich eine Krippe aufstelle und so eine schöne Deko mache und Lämpchen und Firlefanz irgendwo aufhänge und sage, wow, das ist schön gemütlich. Nein, Weihnachten ist Jesus erkennen und einen anderen Weg gehen. Das ist die Botschaft. Das ist die Botschaft, wie auch die Weisen es uns bildlich vorgemacht haben. Sei dir sicher, der Stern, ein Bild auf den Heiligen Geist, der Stern führt dich dorthin, wo Gott ist. Der Stern führte die Weisen zum Stall und der Stern, der Heilige Geist, führt dich dorthin, wo Gott ist. Manchmal an den Stellen, wo du sagst, da kann ich Gott sein. Ich sage dir, lass dich leiten vom Heiligen Geist. Die Bibel zeigt uns den Weg über den Stall zum Sieg. Im Stall hat die ganze Siegesbotschaft angefangen, die Geburt von Jesus. Wir wissen, dass er durch diese Welt gegangen ist und hat wie ein Mensch gelebt und hat gefühlt wie ein Mensch, ging für uns ans Kreuz und ist siegreich auferstanden. Ja, der Stall ist das Bild, ist der Weg, ihr Lieben, über den Stall zum Sieg, über den Stall zu deiner Lösung, die du brauchst. Wir finden in der Bibel ungewöhnliche Wege. Ein König und Stall passt nicht zusammen. Aber schauen wir mal bei Josef. Wir kennen die biblische Geschichte von Josef. Er hatte einen Traum, alles gut, alles toll. Und dann wurde er in die Zisterne geworfen, wurde verkauft, wurde verleumdet, kam ins Gefängnis und endete
als Herrscher. Ein Paulus, der so hinter Jesus war, als er Jesus begegnet ist auf dem Weg von Jerusalem nach Damaskus. Und dann in seiner Geschichte kam er ins Gefängnis. Wie ist doch das alles so was von ungewöhnlich? Aber wir möchten uns als Christen gerne an was gewöhnen und fahren uns fest. Und dann werden wir irgendwann religiös, weil wir immer noch irgendwo an der Krippe hängen oder an irgendwelchen Formalitäten hängen oder irgendwo bleiben wir hängen. Aber Jesus geht weiter. Die Krippe ist leer. Er ist aufgefahren, wie wir es lesen, und ist wirklich für uns da. Schwache Christen sehen Gott im Wohlstand. Ich werde gesegnet, es geht mir so richtig gut und da habe ich das, da habe ich jenes. Und richtig, Gott versorgt uns. Aber du kannst nicht die Gegenwart Gottes mit Wohlstand in Verbindung bringen. Dass jedem, der so richtig reich ist, der muss ein Christ sein. Ich glaube, das wissen wir, dass das nicht so sind. Es gibt viele Reiche und die sind kein Christen. Starke Christen sehen Gott im Guten wie auch in den Herausforderungen. Gibt es hier jemand, der sagt, ich hatte noch nie eine Herausforderung? Okay, ihr lächelt sogar hörbar. Also, das heißt nicht, dass wenn wir Herausforderungen haben, dass wir nicht Christen sind. Ihr Lieben, wir haben Herausforderungen, aber wir haben in den Herausforderungen einen König, der uns hilft. Ein König, der mit uns ist. Ja, starke Christen sehen Gott auch in ihrem Alltag. Ich möchte mal sagen, Stall, wo so vieles um uns ist, das stinkt, das muss jetzt nicht sein. Und warum das und warum jenes? Die wahren Christen sehen auch da die Größe Gottes, die mit ihnen ist. Die Größe Gottes, die mit ihnen ist. Und ich sage dir, folge dem Stern zum Stall. Folge dem Heiligen Geist zu Jesus Christus. Echte Christen sehen Gott in einer Situation. Die Weisen haben sich nicht beschwert, dass es stinkt. Die haben sich nicht beschwert, dass da Tiere sind. Die haben sich nicht beschwert, dass da nicht ein würdiger Stuhl für die Weisen da ist. Unser Bestes heute ist Liebe. Was haben sie gegeben? Weihrauch, Myrrhe, Gold. Dein Bestes heute. Es gibt so viele Dinge, aber eins davon ist Liebe. Ihr wisst ja, das Gebot, das an der ersten Stelle steht, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Aber diese Liebe funktioniert nur, wenn du im Stall warst, Christus erkannt hast und einen anderen Weg gehst. Wenn du nur im Stall warst und sagst, ach, das stinkt alles, ach nee, das kann es nicht sein, dann kannst du zwar sagen, ich habe Christus gesehen, aber du gehst nicht einen anderen Weg und du kannst nicht den Nächsten lieben wie dich selbst. Wenn Weise den Stall mit dem König finden, opfern sie ihr Bestes. Was opferst du heute? Und ich meine nicht hier in der Kathedrale dein Opfer, das am Ende vom Gottesdienst du gibst. Nein, was opferst du? Was ist dein Bestes? Dann sagst du vielleicht, halt, es ist eine Zeit, wo man jetzt nicht mehr opfern kann. Ich brauche alles für mich selber. Ich meine, rede nicht von Geld, sondern wo ist die Liebe Gottes in dir? Wo ist die Wertschätzung Gottes in dir? Wo ist die Vergebung in dir? Das musst du nicht kaufen, das darfst du leben. Unser Bestes heute ist Liebe. Wenn wir in eine Stallsituation kommen, sind wir bestrebt,
nichts zu geben. Kommst da rein und sagst, hier Gold und Myrrhe, Weihrauch, also das ist unwürdig, das kann nicht sein. In so einer Alltagssituation kann ich der König sein. Mehr Alltag geht nicht wie geboren werden im Stall. Stimmt's? Und in diesem Alltag haben sie alles gegeben. Gibst du nur dein Bestes, wenn du hier bist im Haus und die Lieben rechts und links, die du kennst und ja, schön, dass ich dich wieder sehe und so weiter. Oder gibst du wirklich dein Bestes im Alltag im Stall? Alltag. Unzufrieden mit den Situationen. Wir haben so viel auszusetzen, dass vielleicht wirklich schief läuft in dieser Welt, wo wirklich Politiker falsche Entscheidungen treffen. Richtig. Aber macht das einen Unterschied, dass du nicht dein Bestes gibst? Genau dann, ihr Lieben, in solcher Situation, wie wir heute auch in dieser Welt leben, genau dann sollen wir unser Bestes geben. Ihr kennt die zwei, Paulus und Silas. Paulus und Silas wurden ins Gefängnis, in den Kerker. Kerker, das ist was Schreckliches. Ich weiß nicht, ob es heute noch so etwas gibt, wo es so tropft und Ratten, Mäuse und so weiter alles sind. Und die wurden da hineingeworfen. Und ihr Lieben, was haben sie getan? Sie haben Lobpreis gemacht. Und das war eine Situation, die noch krasser ist, was wir heute in unserem Alltag erleben. Kannst du jeden Tag sagen, ich habe ja, in meinem Stall, in meiner Stallsituation mein Bestes gegeben? Kannst du das wirklich sagen? Die Weisen haben nicht gemeckert. Ja, Myrrhe im Stall, nee. Gold wollte man dem König geben, aber das Baby kann doch kein König sein. Das ist doch gar nicht ernannt als König und hat gar keinen Thron und so weiter. Nein. Sie glaubten, dass dort, wo der Stern stehen blieb, dass das die Sache ist. Und es steht nichts in der Bibel, dass sie diskutiert haben, ob es stimmt. Der Heilige Geist führt dich auch durchs Leben, möchte dich durchs Leben führen. Und wenn er an einer Stelle stehen bleibt, wo du sagst, nee, das kann es nicht sein, fängst du an zu diskutieren mit Gott. Gott, das kann nicht sein. Gott, das kann nicht sein. So sehe ich das nicht. Und ich glaube, das haben wir alle schon gemacht, vielleicht nicht laut ausgesprochen, sondern gedacht. Echte Christen gehen eine Meile weiter. Wir lesen Matthäus 5, Vers 41. Wenn einer von dir verlangt, eine Meile mit ihm zu gehen, dann gehe zwei Meilen mit ihm. Die Christen, die ihren Gott kennen, gehen eine weitere Meile. Sie geben ihr Bestes. Auch wenn es nicht verlangt wird, auch wenn es unüblich ist, sie geben ihr Bestes. Ich habe ein Beispiel euch mitgebracht. Ihr kennt alle New York, das Empire State Building. Und vor einigen Jahren waren wir eingeladen von Robert Stearns. Der hatte dort eine Konferenz. Und dann haben wir gesagt, einmal im Leben wollen wir mal auf dieses Gebäude hoch. Sind voller Freude hingegangen. Und was sieht man dann am Eingang? Bildschirme. Bis sie zum Fahrstuhl kommen, dauert es 2 Stunden. Schlange, 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 bis sie zum Fahrstuhl. Dann gab es aber so eine Weiche, dort ist das Treppenhaus, das können Sie gleich nehmen. Was glaubt ihr, was wir gemacht haben? 2 Stunden gewartet. Ja. Aber wie ist das, ihr Lieben, wie ist das im Christsein? Wir sind doch bequem geworden. Ja, lass nur, das wird schon so. Ja, ich habe so mir aufgeschrieben, der Durchschnittschrist fährt Fahrstuhl.
in Bezug auf Empire State Building. Du musst dir jetzt kein schlechtes Gewissen machen, wenn du nach Hause gehst und einen Fahrstuhl nimmst, wenn du ganz oben wohnst. Das meine ich nicht damit, aber ich möchte mit ausdrücken, wir sind so bequem geworden und machen nicht die Meile mehr. Ich mache das, ich tue das. Und wenn es auch ein Stück weh tut, wenn es auch mehr Zeit kostet, ich sage dir, die zusätzliche Meile bringt Exzellenz. Und Exzellenz in der heutigen Zeit fällt richtig auf. Nicht irgendwelche Formeln machen oder irgendwie sowas. Nein, Exzellenz. Das heißt, die Liebe ausstrahlen dort, wo es jemand nicht verdient hat. Menschen weiterzuhelfen, die es nicht verdient haben in deinen Augen. Gott sieht das anders wie wir, das wissen wir. Und wir sollen doch eigentlich ein Beispiel Gottes auf dieser Erde sein. Ihr Lieben, wenn ein Weiser den Stall findet, wird er einen anderen Weg weitergehen. Und ich sage dir, du möchtest bestimmt weise sein. Ich glaube auch, dass du weise bist. Aber ich sage dir, der Unterschied ist dort, wo du sagst, ich gehe einen anderen Weg. Ich habe Jesus erkannt und ich gehe einen anderen Weg. Einen anderen Weg, den mein Nachbar geht, den die Politik vielleicht geht oder was auch immer. Nicht, weil er anders ist, sondern weil der Heilige Geist dich leitet. Manche, ja, wir kennen uns vielleicht als Kinder. Die Eltern sagen, mach das. Was macht das Kind? Genau das Gegenteil. Hat das schon jemand erlebt? Okay, bin ich wieder voll bei euch. Ja, und so sind wir Kinder Gottes auch manchmal. Der Herr zeigt dir den Weg und sagt, nö, 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 der Weg, der sieht viel besser aus. Das sind ganz, meine ganzen religiösen Formeln werden hier gelebt und das muss es sein. Und Gott sagt, nee, nee, guck mal, den Stall, da ist absolut nichts Religiöses, da ist Stroh. Habt ihr mal religiöser Stroh gesehen? Ich nicht. Hat dein Stallerlebnis dein Leben verändert? Deinen Weg verändert? Gott wurde für uns Mensch und hat die menschliche Einschränkung auf sich genommen. All die Einschränkungen, Krankheit, Not, er hat alles auf sich genommen. Wir sehen es, wir fühlen es, aber wir haben einen Herrn, wo wir beten dürfen und es ihm abgeben dürfen und sagen, Herr, hilf mir aus der Situation. Gott wurde für uns Mensch und hat die menschliche Einschränkung auf sich genommen. Gott gebrauchte nicht das gewaltige römische Reich, das damals herrschte. Gott gebrauchte seinen Sohn als Kind in der Krippe, der heranwuchs und wirklich den Willen des Vaters tat und für uns ans Kreuz ging. Das Kind im Stall wurde zum Retter für jeden, der gerettet werden will. Und das ist auch für heute noch so. Ich habe ein wunderbares Zeugnis gelesen. Dirk Schröder hat ja mit uns einen Männertag gemacht und ein Mann schrieb Folgendes. Die Aussage von Dirk hat mich getroffen, dass viele vor der Tür stehen und das Haus des Vaters nie betreten. Ich klopfe jetzt weniger an den Rahmen der offenen Tür, sondern trete einfach mal ein. So viele Christen leben ihr Christsein, gehen zum Gottesdienst, in dem Sinn den Rahmen klopfen. Vater, ich bin wieder da, Sonntag 52, ich habe es geschafft, jeden Sonntag dieses Jahres war ich da. Und der Vater sagt, ich war auch da,
Aber wo warst du? Ja, ich war. Wo hast du mit mir Verbindung aufgenommen? Wo hast du mit mir gelebt? Wo sind wir? Oder wie sind wir im Gottesdienst? Sind wir einfach da für eine tolle Predigt, wo wir tanken? Oder sind wir da, um Gemeinschaft mit Gott zu haben? Bist du wirklich eingetreten in die Herrlichkeit Gottes oder nur am Rahmen? Ich sitze auf Stuhl 368, ich weiß nicht, wer da gerade drauf sitzt, aber ich sitze auf Stuhl 368, ich bin da, ich habe geklopft. Ich sag dir, es ist nicht das Klopfen, sondern es ist wirklich, geh hinein. Und lass auch heute dir, heute diese Botschaft, die Botschaft vom Stall wirklich sein, dass du wirklich hineingehst. Hineingehst und wirklich zum Vater hineingehst. Und der Heilige Geist möchte dich da hineinleiten. Folge dem Stern zum Stall. Folge dem Stern zum Stall. Und ich sag dir, du musst jetzt nicht in den Stall gehen und dort niedergehen. Oh Jesus, nein. Du darfst einfach sagen, Herr Jesus, komm in mein Leben. Ich möchte dein Kind sein. Tritt ein. Tritt ein in die Herrlichkeit Gottes. Amen. Wusstest du, dass du mit deinen Sorgen und Problemen nicht allein bist? Schick uns dein Gebetsanliegen auf missionswerk.de. Dort findest du auch ermutigende Artikel und vieles mehr. Schau doch mal vorbei.